Hallo, Vage, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für diese Woche für dich steht. Ja, schauen wir mal zusammen. Wow, unter dem Deck 9 der Schwerter. Also ich muss dir sagen, Waage, gerade ist diese 9 der Schwerter bei vielen Sternzeichen auch da. Also irgendwie ist die Karte der Woche oder so ungefähr. Also man macht sich hier viele Gedanken, ja. Also man merkt hier, man denkt viel nach über eine bestimmte Situation. Man macht sich vielleicht sogar Sorgen. Schlaflose Nächte vielleicht für manche, irgendwie eine Situation, wo man schon kurz vor einer Grenze ist. Ja, also man kann mit dieser Situation schon bald nicht mehr. Ja, es ist eine komplizierte Energie und für jeder spricht ja auch ein bisschen anders. Aber die Energie, wie gesagt, ist momentan diese Woche für viele Sternzeichen, also für viele, die ich bis jetzt hatte, gemacht habe, zeigt sich diese Karte. Ja. Die Karte der Stern, Wassermann zu sehen. Ja. Also Wassermann, schau mal hier. Entschuldigung, Waage. Vielleicht hast du wirklich mit Wassermann zu tun, ne? Also Waage. Achte Kelche, die Karte der Narr, also Ass der Stäbe. Es gibt hier schon, also Waage, in manchen Fällen reden wir hier schon von einer Person, die sich versöhnen möchte, nochmals eine Versöhnung möchte, eine Person, die sich befreit hat jetzt und wieder zurückkommen möchte. Es gibt hier schon eine neue Situation, einen neuen Zyklus oder eine neue Möglichkeit. Ich meine jetzt, weil die Karte der Narr ist die Nummer 0. Und dann haben wir hier auch ein Ass der Stäbe. Es deutet schon für, ein Gefühl hier ist für einen neuen Anfang. Ja? Einen neuen Anfang ist hier schon zu spüren, einen neuen Zyklus, den man anfangen möchte. Eine starke Anziehungskraft zu einer Person ist auch hier zu spüren. Aber beide Karten deuten auf eine. Auf was Neues. Also ich möchte wirklich neu anfangen. Ja. Genau, Waage. Also ich denke aber, es gibt hier eine Person, die du schon kennst. Ja? Also wir reden nicht über eine Person, die du nicht kennst. Eine Person, die du kennst, fühlt sich jetzt irgendwie vorbereitet oder ist vorbereitet für einen neuen Anfang. Es war vorher nicht möglich, aber jetzt irgendwie, es gibt hier eine Befreiung, ja? Und eine Versöhnung. Eine Person, die du kennst. Außer die Energie spricht für dich, aber hier gibt es dieses Gefühl von sich frei fühlen. Ich fühle mich frei. Ich habe mich befreit jetzt und ich möchte es neu versuchen. Ich möchte es mir, also ich möchte es neu versuchen. Ja, das sind die Gedanken hier. Augenblick, Waage. Auf jeden Fall viel Motivation hier in diese Ast der Stäbe.
Wow, nochmals 9. Schwerter. Wow, gefordert. Wahnsinn, wie viele große Arkana. Also Sternzeichen Krebs ist hier auch zu sehen, Waage. Schau mal hier. Also schau mal, wie es ist wirklich staunlich. Ich staune hier gerade. Also ein König der Kelche gibt es hier auch. König der Kelche, Wasserelement. Aber Zwilling ist hier auch zu sehen. Waage ist sehr stark. Jungfrau. Aber schau mal hier, wie viele große Arkana. Ich habe hier eine starke Seelenverbindung, ja, eine starke Seelenverbindung zu einer Person. Ast der Münzen, Ast der Stäbe. Wie du siehst, neue Anfänge spürt man hier schon. Die Karte der Wagen. Also es gibt hier Erfolg. Es zeigt sich hier Erfolg in diese Situation, ja, und die Herrscherin. Also wir haben hier eine interessante Mischung von Karten. Die Karte die Liebenden, ja, spricht für Sternzeichen Zwilling. Es gibt hier eine wichtige Entscheidung. Beide Karten reden für eine wichtige Entscheidung, die man treffen muss, ja. Also, Waage, dass das hier eine karmatische Situation ist. Wir haben hier die Karte das Gericht und die Gerechtigkeit. Das Gericht und die Gerechtigkeit. Wir haben hier in manchen Fällen mit einer Scheidung zu tun. Mit einer Scheidung auf jeden Fall. In manchen Fällen schon. Eine Person von deiner Vergangenheit, wo schon bereits eine Beziehung gab, vielleicht, wie gesagt, einen wichtigen Kompromiss. Es gab eine Scheidung, eine Trennung hier und irgendwie. Und irgendwie, man möchte hier nochmals eine Versöhnung. Ja? In der Mitte habe ich der Eremit. Ja, also eine Person, die jetzt auch sehr lang allein war. Aber eine Person, die, wie gesagt, es gibt viel Weisheit hier, viel Erfahrung im Leben. Und man bekommt auch Klarheit in dieser Situation. Es kommt eine, du wirst was erfahren. Diese Woche wird sehr wichtig für dich werden, Waage. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtige, eine starke Situation hier. Ich finde, wir haben hier mit einer karmatischen Situation zu tun, was mit deinem Schicksal auch zu tun hat. Sternzeichen Löwe, auch zu sehen. Die Karte, die Kraft, ist hier. Also Waage, ja. Jemand hier möchte eine Versöhnung. Es ist tatsächlich so. Es gibt hier diese Energie von sich versöhnen. Aber die Situation ist, dass es zeigt sich hier eine starke, komplizierte Situation. Ja? Also wir haben hier mit einer karmatischen Sache und es fällt dir nicht einfach. Deswegen ist diese 9. Schwerter hier. Weil man macht sich wahnsinnig viele Gedanken über diese Situation. Es ist keine leichte Sache, was wir hier haben. Aber gar keine. Gar keine. Ja, das Gericht und die Gerechtigkeit zusammen, ja. Also wir haben hier auch mit einer juristischen Situation zu tun. Wie gesagt, es kann nur über eine Scheidung reden. Sehr deutlich. Aber die Gerechtigkeit will uns auch sagen, haben wir eine bestimmte Situation jetzt gelernt? Interessante Mischung von Kartenwaage, weil ich sehe hier, dass in Wirklichkeit das Universum stellt dir schon eine neue Situation zur Verfügung. Also ja, es sind mehrere Möglichkeiten da. Für dich. Es gibt hier eine neue Möglichkeit für dich schon zur Verfügung. Aber trotzdem, die Vergangenheit ist immer noch in deinem Gegenwart. Ja?
Die Vergangenheit ist immer noch nicht so ganz, ganz weit weg. Also es ist immer noch irgendwie präsent hier in deiner Gegenwart. Und das lässt dich natürlich nicht. Das ist nicht einfach, was wir hier haben, ja, weil es ist kompliziert. Die Karte, die Kraft hier. Es ist eine komplizierte auch Person hier vielleicht zu sehen, mit dem du zu tun hast, Waage. Ja, eine sehr komplizierten Charakter, die Person, mit dem du zu tun hast. Es ist, aber du weißt das ja auch. Du hast schon eine Weisheit, eine Erfahrung hast du schon. Und du weißt schon, was hier los ist. Du hast diese Klarheit, dieses Licht. Du weißt schon, was hier ist, was hier los ist. Eine Person hat eine starke Anziehungskraft für dich, das ist wahr. Aber die Sache ist, in manche Fälle will diese Person eigentlich vielleicht keine ernste Beziehung haben oder keine feste, also keine Verantwortung oder Beziehung, feste Beziehung haben. Eine starke Anziehungskraft gibt es hier schon, aber eine Versöhnung möchte man auch. Aber irgendwie, was will die Person in Wirklichkeit? Das ist die Sache. Was will die Person in Wirklichkeit? Will die Person das Gleiche wie bis jetzt? Was nicht möglich ist, weil wir reden über eine karmatische Situation, die wir eigentlich bereits gelernt haben sollten. Ne, dafür sind wir ja auch da, zum Lernen und uns entwickeln und weiter in unserem Prozess. Ja? Diese Entwicklung ist sehr wichtig, aber nochmals wage, ich sehe hier schon, dass du bereits eine gewisse Weisheit hast in dir und die Erfahrung hast du schon und es wird hier eine Gerechtigkeit gemacht, eine göttliche Gerechtigkeit gemacht. Das ist nicht möglich, was wir hier haben. Und ich weiß gar nicht, was das in Wirklichkeit für dich bedeutet, aber es ist, man merkt, es ist sehr karmatisch, ja? Es ist sehr karmatisch und man merkt hier, Waage, in dieser Woche April oder generell im Monat April wirst du mit einer wichtigen, aber eine sehr wichtige Entscheidung zu tun. Eine wichtige Entscheidung für deine Zukunft. Wir reden schon hier, dass diese Entscheidung tatsächlich für dich ernst ist, weil spricht für deine Zukunft dann auch. Es wird wichtig für dich sein. Du musst genau wissen, was du hier machst. Und nochmals, ich möchte mich nicht ständig wiederholen, Waage, aber die Erfahrung und diese Weisheit hast du ja. Ja, das hast du ja. Und in Wirklichkeit, du weißt schon hier, was los ist. Du irrst dich nicht. Von da aus. Von da aus, hier musste man schon gelernt haben. Hier musste man schon gelernt haben. Es ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig. Genau. Ich denke, nochmals wage, ich denke, du wirst eine wichtige Entscheidung treffen. Es gibt hier eine wichtige Entscheidung zu treffen, die für dich auch viel Erfolg bringen könnte, wenn du, ja, also du weißt schon, was du zu tun hast. Du weißt, welcher den richtigen Weg ist, das weißt du ja. Und ich denke, du wirst die richtige Entscheidung treffen, weil hier, schau mal hier, das ist wirklich, schau mal, die Herrscherin, Ass der Münzen und die Karte der Wagen. Wir haben hier mit Erfolg zu tun, mit wichtigen Kompromissen. In manchen Fällen könnte man für manche über Verlobung, über Hochzeit reden. Es gibt hier eine starke Mischung von Karten. Aber natürlich, das hat mit einer wichtigen Entscheidung erstmal zu tun. Und wie du siehst, ich habe hier mit viele karmatische Karten. Also sind klar, wir reden hier über Seelenpartner. Aber wir reden hier über Seelenpartner, aber manche sind ja Lehrer für uns. Die sind einen Lehrer für uns. Nicht mehr und nicht weniger. Ich muss mit dieser Person nicht mein ganzes Leben zusammenbleiben. Wenn hier eine Unreife gibt, Personen gibt, die nicht reif genug sind. Ja, es gibt vielleicht Menschen hier, die noch Zeit brauchen,
um eine bestimmte Situation zu lernen. Also, Waage, so sieht die Energie für dich aus. Es gibt hier eine Versöhnung von jemand, versucht zumindest hier eine Versöhnung. Aber du hast hier schon ein Wörtchen zu sagen, ne? Also es gibt hier von deiner Seite aus ein Wörtchen zu sagen, eine Entscheidung, eine wichtige Entscheidung von dir. Und ich sehe wirklich, wenn ich dir ehrlich bin, Waage, eine sehr positive Karte mit viel Reichhaltigkeit, mit viel Zukunft. Das sehe ich schon hier in dieser Mischung von Karten. Aber es hängt von dir, es hat mit dir viel zu tun. Es kommt auf dich drauf an, was du machst. Ja, was du machst, ja. Weil man merkt schon, dass diese Karte, die Kraft, hat viel einen starken Einfluss in dir. Also ja, es gibt hier eine starke Person mit einer starken Persönlichkeit, vielleicht viel, ja, und das hat viel Einfluss in deinen Emotionen. Da musst du aufpassen. Weil diese Situation kennst du ja bereits in Wirklichkeit. Du kennst diese Situation. Und das sagt uns nämlich auch die Karte der Eremit. Diese Situation kennst du sicher. Und es wird sich nicht ändern, ne, Waage. Es wird keine Veränderung kommen. Es wird sich immer so bleiben, wie es war. Diese Situation. Von da aus denke an dich, was du machen möchtest. Denke nur an dich, ja. Denke tatsächlich nur an dich in dieser Situation, was du machen möchtest. Und ja, wenn ich dir ehrlich bin, die Vergangenheit soll da bleiben, wo sie gehört, in der Vergangenheit. Also befreie dich, lasse los, Waage, lasse los, befreie dich von dieser Vergangenheit. Kann ich dir wirklich nicht anders sagen. Denn neue Möglichkeiten sind für dich da und sehr positiv sogar. Befreie dich von der Vergangenheit, Waage. Jetzt auf der Stelle, also genau, jetzt auf der Stelle, sage ich es dir ganz ehrlich. Ja, sage ich es dir ganz ehrlich. Ich wünsche dir eine schöne Woche, auf jeden Fall. So ist das Leben. Wir werden jeden Tag geprüft und so geht es mir auch und so geht es uns allen. So ist es halt. Aber ja, peu à peu, wir lernen und wir werden schon das Beste drauf machen. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Woche. Danke für deine Likes und für deine Abos. Also sich zu abonnieren bringt ja Glück, habe ich mal gehört. Und ich wünsche dir eine schöne Woche, Waage. Bis bald. Tschüss.